Es ist immer noch ein Rätsel, was es mit der Nummer auf sich hat, die das Opfer ins Handy getippt hat. Vielleicht geht's gar nicht um die Nummer. Es könnte auch sein, dass die Tastensperre einfach nicht aktiviert war, als das Handy auf den Boden gefallen ist. Ja, aber dann steht vielleicht mal eine Zahl im Display, vielleicht auch zwei, aber keine fünf. Hey Jungs, ich habe das Ergebnis der Handyuntersuchung. Gab ein paar gelöschte SMS, die ich wiederherstellen konnte. Und? Ja, die meisten waren harmlos und wenig aufschlussreich. Aber eine von letzter Woche, die hier, die kam von einem Simon Ohaus. Tituliert sie darin als Schlampe. Simon Ohaus war der Ex-Freund des Opfers. Letzte Woche, sagst du? Uns gegenüber hat er doch erwähnt, dass es seit der Trennung überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihr gab. Naja, wer weiß, in welchen Punkten der noch gelogen hat. Meine Kohle. Was ist das denn? Ich hatte einen Kaffee bestellt. Echt? Ja, ich hätte einen Kaffee bestellt. Herr Ohaus? Tut mir leid. Haben Sie noch mal kurz Zeit für uns? Kommt sofort. Ja, natürlich. Mein Kaffee? Kommt sofort. Vergessen wir's, dann nicht. Ich hätte die Bau heute zulassen sollen. Ich bin total neben der Spur, Mann. Ich hab gedacht, die Arbeit lenkt mich ein bisschen ab. Na gut. Gibt's was Neues wegen Katrin? Ja, das könnte man so sagen. Auf dem Handy von Frau Rode haben wir eine SMS von Ihnen entdeckt, in der Sie als Schlampe bezeichnen. Dabei haben Sie doch ausgesagt, dass die beiden sich freundschaftlich getrennt haben, oder? Ja, nach der Trennung war ich nicht mehr ganz so gut auf Katrin zu sprechen, bestimmt, ja. Jetzt überlegen Sie mal ganz gut. Haben Sie den Drohbrief geschrieben, ja oder nein? Herr Ohaus, wir können auch Ihren Drucker untersuchen lassen. Mit den technischen Möglichkeiten heutzutage wissen wir ganz schnell, ob Sie den Drohbrief geschrieben haben oder nicht. Und dann wissen wir auch, ob Sie lügen, also? Ich habe den Brief geschrieben, das gebe ich zu. Und wieso waren Sie so wütend auf Ihre Ex-Freundin? Waren Sie vielleicht sogar so wütend, dass Sie sie getötet haben? Nein, ganz bestimmt nicht. Ich war einfach nur tierisch angepisst und ich habe nicht mal den Gedanken daran verschwendet, mich an ihr zu rächen. Rächen? Wieso rächen? Ein Ultraschallbild. Von wem ist das? Ja, von Katrin. Sie hat es mir kommentarlos zugeschickt. Und das Datum des Fotos beweist ganz klar, dass ich unmöglich der Vater des Kindes sein kann. Das war merkwürdig. So. Laut Obduktionsbericht war Ihre Ex-Freundin gar nicht schwanger. Danke, Doc. Also, das Opfer war definitiv nicht schwanger. Der Doc hat sie nochmal untersucht. Der Abtreibung hat sie abgelehnt. Ja. Yeah. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Geburtstag habe ich doch noch gar nicht. Von wegen. Das hier ist den Kollegen, die Wohnung des Opfers durchsucht haben, übergeben worden von Nachbarn. Das Päckchen ist da heute abgegeben worden. Ich habe auch noch nicht reingeguckt. Also, untersucht ist es auf jeden Fall. Wärst du eine Träne in meinen Augen, würde ich nie weinen, aus Angst, dich zu verlieren. Boah, wie schmalzig. Wer schickt denn so einen Mist? Kein Absender. Ich glaube, ich habe die Antwort. Tobias Wenholz. Von wegen, der kannte die Tote nicht näher. Ein Spaziergänger hat gerade angerufen. Am Tatort steht seit dem frühen Nachmittag ein Auto. Beifahrertür offen, Kofferraum offen. Und das Auto gehört Tobias Wenholz. Und los geht's. Danke, Max. Herr Wenholz? Herr Wenholz, sind Sie irgendwo? Gerrit. Der wird doch nicht. Wenn das mal kein Schuldeingeständnis ist. Herr Wenholz! Herr Wenholz, sind Sie irgendwo? Alles okay mit Ihnen? Ich konnte es nicht. Jetzt machen Sie mal nicht so auf Mitleid hier.
Jeder ist mal unglücklich verliebt. Aber Stalking, das ist eine ganz andere Hausnummer. Was hätte ich denn machen sollen? Irgendwie musste ich Katrin doch zeigen, dass ich existiere. Woher kannten Sie sich eigentlich? Ich war ihr Postbote, aber sie hat mich nie richtig wahrgenommen. Und das sollte sich gestern in der Bar ändern. Ja, schon. Aber es war echt Zufall, dass ich gestern dort war. Als ich Katrin da gesehen habe, habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe sie angesprochen. Aber die hat dann nicht so reagiert, wie Sie es sich erhofft hatten. Ziemlich peinliche Nummer für Sie. Vor allem so bloßgestellt zu werden. Zumal Sie ja wussten, dass Katrin Rohde am nächsten Tag ihr Päckchen bekommen würde, oder? Sie konnten sich ausmalen, wie sie reagieren würde. Das konnten Sie nicht ertragen. Sie sind ihr gefolgt und auf dem Heimweg haben Sie die Frau dann niedergeschlagen. Und dann haben sie ihr die Bluse aufgerissen, weil sie sich holen wollten, was sie ihnen freiwillig nicht geben wollte. Nein, Sie sind ja verrückt! Ergebnis des DNA-Begleichs habe ich. Danke dir, André. Herr Wienholz. Ihre DNA war an der Leiche von Katrin Rohde. Ich bring doch nicht die Frau, um die ich liebe. Und warum haben Sie dann vorhin versucht, sich umzubringen? Weil ich dieses verdammte Bild nicht mehr aus meinem Kopf kriege. Sie da hilflos vor mir lag. Und ich nichts tun konnte, um ihr zu helfen. Was ist gestern Nacht in dieser Parkbucht passiert? Ich weiß es nicht. Als ich da vorbeigefahren bin, habe ich zwei Autos auf dem Parkplatz gesehen. Eins kam dann mit heulendem Motor auf die Straße geschossen. Und was war das für ein Auto? Marke? Farbe? Wer ist gefahren, ein Mann oder eine Frau? Ich weiß es nicht, es ging alles viel zu schnell. Ich bin ja auch weitergefahren. Später bin ich dann doch umgedreht. Ich bin über die Straße zum Parkplatz und da habe ich Katrin gesehen. Hat sie dann noch gelebt? Nein. Ich habe ihr die Bluse aufgerissen, um sie wiederzubeleben. Ich habe auch noch Mund-zu-Mund-Beatmung versucht, aber es war nichts mehr zu machen. Morgen, Schätzelein. Was hast du denn so Wichtiges? Ja, ich weiß endlich, was es mit dieser komischen Nummer auf sich hat. Was? Mhm. Wir sind darauf gekommen. Oh, frag nicht, ey. Ich habe mir die ganze Nacht den Kopf zerbrochen. Hab die Nummern immer wieder aufgeschrieben, vorwärts, rückwärts, sie miteinander kombiniert. Dann habe ich die auch noch angerufen, nachts um 3:30. Ja, wenn die Leute sich ja gefreut haben. Und welche Nummer war's? Ja, keine. Auf die Lösung bin ich erst gekommen, als ich einer Freundin vorhin eine SMS geschickt habe. Die Zahlen stehen nämlich für Buchstaben. Ja, wahrscheinlich hat es das Opfer einfach nicht mehr geschafft, ins SMS-Programm zu kommen und hat deswegen auf der Tastatur einfach die Zahlen gedrückt, die eigentlich für Buchstaben stehen. Ja. Also wenn ich das jetzt mal mache hier, ne, die 2, die 6, die 6, die 5, die 2, tja, ergibt das Anja. Anja? Anja Eilers, die beste Freundin des Opfers. Ja, wir müssen sofort ihr Handy ordnen. Ja, ich kümmere mich drum. Das müsste eigentlich hier sein. Zumindest der Handy wurde hier geortet. Den ganzen Laden voller Gäste. Ich muss es noch vorbereiten. Dann nehmen Sie dir bitte. Ich kann jetzt wirklich nicht. Lass uns da ein andermal drüber reden. Nein, das geht jetzt nicht. Jetzt. Anja, jetzt sieh es doch bitte endlich ein. Ich will nichts von dir. Und warum hast du dann mit mir geschlafen? Weil ich Katrin eifersüchtig machen wollte. Vergiss sie endlich! Sie ist tot, Mann! Vergiss sie! Das habe ich auch versucht. Da hat sie mir dieses Ultraschallbild geschickt. Sie war schwanger. Und dann ist mir klar geworden, wie sehr ich sie eigentlich liebe. Du hast sie als Schlampe beschimpft. Das war doch nur gekränkter Stolz. Ach, so nennt man das jetzt. Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn sie unser Kind bekommen würde. Weißt du, wie glücklich ich gewesen wäre, mit ihr eine Familie zu gründen? Du bekommst doch eine Familie. Wir beide bekommen ein Baby, du und ich. Du wirst Vater. Was? Das Ultraschallbild ist von dir? Ich will kein Kind mit dir. Ich denke, wir haben genug gehört. Ich fasse es nicht, dass du mir die ganze Zeit nichts davon gesagt hast. Ach ja? Und ich fasse es nicht, dass du die ganze Zeit immer nur an Katrin gedacht hast. Hast du vielleicht mal eine Sekunde dran gedacht, dass ich es vielleicht sein könnte, der ein Kind von dir erwartet? Ich will kein Kind von dir!
Lassen Sie es gut sein. Begreif das doch endlich! Kommen Sie los. Raus hier. Peter sagt es nicht mehr. Wir wissen alles. Was? Woher? Katrin Rode hat uns selbst die Informationen gegeben. Das ist unmöglich. Sie war schon längst zu dem Zeitpunkt... Tot? Aber bevor sie gestorben ist, hat sie noch den Namen ihrer besten Freundin in ihr Handy getippt. Und somit auch den Namen der Mörderin. Das... War es wegen Ohaus? Nicht nur seinetwegen. Alle wollten immer nur Katrin. Deswegen haben sie gehasst. Zu mir steht ja nicht mal ein Mann, auch wenn ich von ihm schwanger bin. Und da folgen sie ihrer besten Freundin und bringen sie um. Sie sind voll auf ihn festgenommen.